vorbringt, ist etwas Bewundernswertes.
Beim sogenannten Elektrospinnen etwa nutzen die Forscher ein starkes elektrisches Feld. 40.000 Volt ordnen die Spinnenseidenmoleküle so an, dass hauchdünne elastische Fliese entstehen, ideal für Wundabdeckung. Mit die spannendsten Eigenschaften sind die sogenannte Bakteriostatik, das heißt auf diesen Seidenstrukturen können keine Bakterien und keine Pilze wachsen. Das ist natürlich bei einer Wundabdeckung besonders gut geeignet. Diese Fliese können zur Wundbehandlung auf Pflaster aufgebracht werden und das Verwachsen mit der empfindlichen Haut verhindern. Das Team will aber noch einen Schritt weiter gehen, künstliche Haut aus der Spucke. In das Gel aus Spinnenseidenproteinen haben die Forscher lebende Bindegewebszellen eingebracht. Aus ihnen soll etwa bei schweren Brandwunden eine neue Hautschicht wachsen, während das Trägermaterial, die Spinnenseidenproteine, vom Körper wieder vollständig abgebaut wird. Wir wollen auch bestehende Materialien kompatibler gestalten, da geht es um Implantate. Wir haben eine Brustimplantatbeschichtung entwickelt, die eine bessere Verträglichkeit verspricht, um Nebenreaktionen zu unterdrücken, aber auch Katheterbeschichtungen, also alles, was in den Körper reingeht und besser verträglich ist. Die Spinne, für viele Menschen das Grauen auf 8 Beinen, für den medizinischen Fortschritt aber womöglich ein wahrer Segen. Also daran denken beim nächsten Gang im Keller. Es ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür.